was macht ihr hier gerade? Wir bereiten jetzt die Aufnahme vor mit Dieter. Ist ein bisschen komplexer mit dem. Aber darf doch keiner wissen, dass Dieter durchspielt? Ja. Nee, hey, da fährt auch keiner, das ist ganz ja heim. Weil Dieter, das sagen wir keinem. Der gute Ton. Dieter, sag mal was. Wisst ihr was, ey? Ich kann nicht mehr, ich muss jetzt mir mal ein bisschen Pause machen hier. Ganz schön fummelig, war Kalle? Ja, ganz schön fummelig, ja. Und geht alleine, ohne den Brusthaar-Toupet zu zerstören? Oh, einen Ballon hast du auch bei. Sehr schön, ein Herzform, klasse. Ja, hier in unserem Sommerstudio ist schön was los. Immer damit kannst du auch einen heißen Topf vom Herd nehmen, wa? Ja. Dieter. Hier war es los. Das brauchst du nicht mehr. Doch, nicht. Und links brauchst du jetzt auch nicht. Du brauchst nicht. Nee, also du siehst es ja aber. Man sieht, wie viel Herz ist. Ja, sieht man nicht. Man sieht. Ja, hallo Dieter. Wunderbar, dass du ein paar Minuten Zeit gefunden hast. Ich wollte mich mal mit dir in Ruhe unterhalten. Du bist ja der Star der Kursnachrichten. Viele Leute fragen nach dir, wer du bist, wo du herkommst. Erzähl mal ein bisschen was von deiner Vergangenheit. Ja, hallo erstmal. Na, das ist ja lustig, Vergangenheit. Ich hab doch ja keine Vergangenheit. Ich bin ja, wieso keine Vergangenheit? Hast du als Socke angefangen oder was? Woher weißt du das? Sag mal, du hast recht, ich sollte eigentlich mal eine Socke werden. Da in der Fabrik, ja, da wo Socken hergestellt werden, da hat einer gesehen, dass mehr in mir steckt und hat eine Puppe aus mir gemacht. Ach na, das ist ja toll. Das ist, na, Mensch, das ist ja eine klasse Geschichte. Das ist ja richtig, also auch sozialer Aufstieg, wa? Von der Socke zu Dieter Durchblick, der jetzt hier ja, für uns in den Kursnachrichten wichtige Fragen stellt. Erzähl noch mal ein bisschen so von deinem beruflichen Ansatz, von deinem Wesen als Künstler. Naja, ist ja nicht so einfach, wa? Aber eigentlich wollte ich ja Rockstar werden. Aber hat nicht geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, dann wirst du einfach so eine Handpuppe hier, so, und dann kannst du ein bisschen mal kicken, was so passiert in der Welt. Und da bin ich richtig neugierig geworden. Und da ist mir so einiges aufgefallen in der Welt hier. Das mit dem Rockstar finde ich ja eine super Sache. Die Haare hast du ja noch genauso gelassen. Ja, und dann bist du so eine Art rasender Reporter geworden. Rasend ist auch gut. Rasend, rasend, rasend. Übrigens, die Haare muss ich mal zusagen. Das sollte ja eigentlich mal einen ganzen Bär werden. So ein richtiger Teddybär. Hat aber nicht geklappt, ja. Ja, und dann bin ich rasender Reporter geworden. Hm? Ja, finde ich ja super, dass du bei uns angeklopft hast, um hier mitzumachen. Die Leute finde ich wirklich super klasse, dein Humor und alles. Ich sehe dich auch bei den Dreharbeiten immer wieder und jetzt hab ich auch gesehen, du liegst manchmal regungslos da und kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand wie du, der so voller Energie steckt, so regungslos ist. Was machst du, wenn du so ruhig liegst? Na, muss ich doch liegen. Man, das ist doch so, ich habe doch hier eine ganze Menge zu machen. Und dann muss ich überlegen, dann muss ich planen. Und dann muss ich wissen, was will ich denn überhaupt wissen? Verstehst du? So. Ach so, und das machst du im Liegen. Genau. Also es ist nicht überlegen, sondern überliegen sozusagen. Ha, du bist ja witzig, genau. Ich überlege im Liegen. Ja. Klasse. Gut, und du machst das völlig alleine oder gibt es noch ein Team, mit dem du zusammenarbeitest? Visagisten, Leute, die für dich Texte schreiben oder so? Oder machst du das alles selber? Ey, mal ganz ehrlich, kick mir mal ins Gesicht. Brauche ich einen Visagisten? Wie? Also so ein Typ, der mir die Maske macht? Nee. Ich hab da mal einen, naja, der hat so seine Hand bei mir immer hinten drin. Aber darüber wollen wir jetzt ja nicht sprechen. Der ist unwichtig. Verstehe. Klasse, Dieter. Noch eine Frage zum Abschluss. Gibt es Themen, wo du sagst, Mensch, da möchte ich gerne mehr drüber wissen, Sachen, die mir auf der Seele liegen, die ich gerne machen möchte mit dem Team von den Kursnachrichten? Du, da gibt es zwei Sachen. Ey, einmal, ich finde ja irgendwie der benzinsparende Rückenflug des Maikäfers. Das würde mir mal interessieren, wie das so funktioniert. Tja. Das ist mal ein Thema. Das ist gut. Können wir ja mal machen. Und noch was? Irgendwelche vielleicht Kollegen, die du hast, die sonst so als wahre Wesen ja nicht erkannt werden? Ja, mir ist aufgefallen,
dass die Gummibärchen ja, die werden ja viel zu wenig beachtet. Mann, ich bin ja für Befreiung der Gummibärchen. Öffnet alle Tüten. Das ist mal ein Ding. Da machen wir bestimmt gerne mit. Wir werden also uns dem Thema der Gummibärchen annähern und werden dann nochmal gucken, ob es ein paar interessante andere Themen gibt, die wir zusammen bearbeiten können. Dieter, vielen, vielen Dank. Darf ich dir noch was anbieten? Wir sind ja hier an der Bar vom Kulturzentrum. Du, einen Schluck Brause könnte ich jetzt vertragen. Ja, dann wollen wir mal. Hab schon ganz trockenen Mund. Na, hier, dann. Tschüssikowski. Tschüss. Euer Dieter Durchblick. Thank you.